Hallo liebe Modellbahnfreunde, hier ist wieder euer Aquapainter aka Uli und ich möchte euch gleich mal mit einem Chaos-Bild oder Bildern hier begrüßen von meiner Schrankanlage. Ja, das war aber eine Totalaufnahme, wie chaotisch das im Moment da drinnen so aussieht. Naja gut, das kommt durchs Basteln halt. Hier sehen wir übrigens schon die kleine neue Brücke in der Ecke auf der Strecke, die wir in der letzten Folge ja oben schon mal so grob gebaut hatten. Und jetzt geht's weiter, vielleicht mal zur Anmerkung, es ist ein relativ kurzes Video heute, was ich so diese Woche über gemacht habe. Ich habe viel gemacht, sogar sehr viel. Ich habe auch wahnsinnig viel Kartons erhalten, was ich alles so verbauen und verbasteln kann. Habe damit zu tun gehabt, das alles zu sortieren, auszupacken und habe mich auch beschäftigt, wir werden es nachher sehen, mit der ersten Unterflurweiche oben. Was wir hier eben da kurz rechts gesehen haben, das kommt nachher hin. Hier habe ich erstmal die Strecke, der Abzweig, der unter der Brücke langführen soll, hatte ich schon verklebt. Ich habe euch das diesmal ein bisschen erspart von meiner Werkstatt, wie ich das alles gesägt habe. Hier sehen wir noch, wie ich das Stückchen eingeklebt habe, dass die Strecke da so schräg abfahren kann. Und da habe ich hier in dem Moment auch schon wieder die Gleise oben aufgeklebt, wieder mal mit meinem berühmt-berüchtigten Metalllineal. Auch das habe ich euch diesmal erspart. Das muss ja nicht immer derselbe sein. So, hier sehen wir die erste Weiche schon. Da rechts ist der Antrieb, dieses kleine Metallschniepelchen da, neben der Klammer. Das ist also ein 0,4 mm starker Federdraht, den ich da eingeführt habe in der Messinghülse. Das ist ja so eine gängige Technik mittlerweile, wie ich das so festgestellt habe. Das hat mir also sehr gut gefallen, das habe ich mir angenommen. Ich hatte es früher ohne Messinghülse gemacht. Diesmal mache ich es natürlich auch mit Messinghülse. Da komme ich aber nochmal gesondert drauf zu sprechen auf die ganze Geschichte. Der Antrieb, der Unterflurantrieb für diese Weiche, der sollte ursprünglich unter dieses Gleis drunter. Das wird aus Platzgründen nichts. Ich habe es probiert. Wenn man sich mal anguckt, wie wenig der Platz ist, der kleine Draht, der da zu sehen ist, der bewegt die Weiche an diesem kleinen Plasteschnippel, der da, wo das rankommt. Hier sehen wir das von unten, da habe ich den Federdraht nach hinten gebogen. Ist ein bisschen unscharf, aber es ist, naja, eine Nahaufnahme mit diesem kleinen Kram alles ein bisschen schlecht zu machen. Und hier in meiner Hand links sehen wir den Unterflurantrieb. Da kommt er nämlich hin. Das heißt, der wird so ganze 20 cm von der Weiche weg sein. Und ja, hier, ich sehe bloß gerade, der wird natürlich nicht so rum, sondern 90 Grad verdreht angebracht werden. Aber das ist ja auch erstmal nur, dass man weiß ungefähr, wo er hin soll. Hier kommt er hin und wird dann da rechts hinten die Weiche antreiben, denn da habe ich den Platz dafür. Wie gesagt, das war mir hinten alles zu eng und wenn ich mal was reparieren muss, ist es schlecht. Hier sind die Silikonformen, welche ich mir gekauft habe, um die Mauern. Hier soll ja Mauer an die Stelle hin. Und das sind die Silikonformen, dass ich das selber gießen kann. Hier habe ich einen kleinen Lokschuppen mal so testweise hingestellt. Der wird dort allerdings nicht hinkommen, weil hier oben kommt ja eine Fabrik hin. Das ist ja oben rechts auf der Platte. Machen eine Nahaufnahme von der Brücke. Da habe ich übrigens 4 Stück von. Das werden also noch mehr Brücken werden. Das ist aber nur das eine Segment, was jetzt hier oben hinkommt. Und hier die erste Testfahrt über diese Weiche, die natürlich jetzt noch nicht mit dem Antrieb verbunden ist, sondern erstmal nur mit diesem Federdraht. Und mal zu testen, gerade mit der BR89, die wir hier haben, das ist ja die neue, die ich mal gekauft habe, mit dem 5-poligen Motor und den brünierten Rädern, um zu testen, wie läuft die überhaupt über die Weiche drüber. Und ich finde, sauber, kannst nicht sagen. Also auch die Schräge da hinten nochmal hoch, ja, das geht ja, die eine Strecke geht ja ein Stückchen hoch jetzt hier zu der Brücke rüber und dann die andere geht ja ein Stückchen runter. Da hatte ich die Gleise auch schon testweise gelegt, läuft auch super, kommt aber im nächsten Video, das wird dann wahrscheinlich ein bisschen länger werden. Und hier kommt jetzt die berühmt-berüchtigte Rückwärtsfahrt, ob das auch funktioniert. Okay, bergab geht es immer relativ einfach, aber mir geht es ja hauptsächlich um die Weichen. Wie die Waggons rückwärts über die Weichen geschoben werden und wie die Lok sich verhält auf der Weiche. Stockt sie, ruckelt sie und wie auch immer. Natürlich bewegt die sich ein bisschen, das ist ja alles nicht eben. Das soll sie auch. Also sie soll ja nicht stur wie auf Gleisen fahren. Nee, Quatsch. Sie soll sich natürlich ein bisschen bewegen. Also das soll schon ein bisschen Leben in der ganzen Sache rein. In die Bahn jetzt hier irgendwo. Ja, und das war es eigentlich für die Woche schon. Ich habe unglaublich viel Zeit mit der Weiche oben verbracht. Hier zum Schluss nochmal die Bilder meiner Chaosplatte, wie sie im Moment aufgebaut ist. Damit man sich nochmal ein Bild machen kann. Das Rollo, was wir vorne sehen, das kann ich ja runterlassen. Und das war's.
Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich sage einfach bis zum nächsten Wochenende. Da müsste dann wieder ein bisschen mehr kommen. Macht schön gut, ne? Euer Aquapainter, aka Uli. Schönen Tag noch. Tschüss.